Auch Steine können ganz schön lebendig sein. Davon haben sich Meeresbiologen von Greenpeace gerade wieder überzeugen können. Die Forscher tauchten vor der Nordseeinsel Sylt zu den Felsbrocken hinab, die Greenpeace vor 3 Jahren im Meer versenkt hatte. Was sie jetzt zu sehen bekamen, freute die Meeresexperten. Seenelken, Moostiere, Plattfische und andere Meeresbewohner tummelten sich auf den 320 Natursteinen, die Greenpeace zum Schutz des Sylter Außenriffs 2008 ins Wasser gelassen hatte. Der Grund für die Steineaktion von Greenpeace damals? Obwohl das Sylter Außenriff Teil eines europäischen Netzwerks von Schutzgebieten sein soll, wurde dort trotzdem weiter ausgiebig gefischt und gebaggert. Grundschleppnetze und schwere Saugbagger, die für den Abbau von Sand und Kies eingesetzt werden, verwüsten seit Jahren das wertvolle Gebiet. Durch die zerstörerische Ausbeutung sterben täglich unzählige Meeresbewohner. Sie werden zermalmt oder landen als Beifang und Beute in den Netzen der Großfischerei. Von einem Schutzgebiet ist das Sylter Außenriff weit entfernt. An den Stellen aber, wo die Greenpeace-Steine liegen, herrscht Ruhe. Seit 3 Jahren hindern die Felsbrocken die Fischer daran, mit ihren Grundschleppnetzen in das Gebiet vorzustoßen. Hier scheint sich der Meereslebensraum ganz langsam wieder zu erholen.